Willkommen bei SOMEX ON AIR. Unser Thema heute: Bilder im Social Web, Bilder als inhaltliche Element zusammen mit Text, Video, Audiomaterial, wo man für eine Content Strategy braucht, eben für Social Web. Wir stellen uns die Frage, wie man Bilder, eben die inhaltlichen Elemente, richtig nutzt, mit zwei Expertinnen, die sich damit auskennen. Ich möchte sie kurz vorstellen. Einerseits mit dabei ist Barbara Hess. Sie ist selbstständige Fotografin und von Twitter bekannt als Pictura. Hallo Barbara. Hallo zusammen. Und unser zweiter Gast, die zweite Expertin, ist Naomi Mehran. Sie ist Beraterin bei Nemuk und mit über 5300 Follower auf Instagram wahrscheinlich eine der erfolgreicheren Instagramerinnen in der Schweiz. Hallo Naomi. Hallo. Alle, die uns bei YouTube zuschauen, können wie immer Fragen und Meinungen twittern, facebooken, Google Plus, @SOMEXCloud auf Twitter, facebook.com/SOMEXCloud auf Facebook. Und auch unsere Google Plus Page ist da für eure Fragen, für eure Meinungen. Wir sammeln alles und werden dann im zweiten Teil der Diskussion darauf zurückkommen. Ich möchte als erstes mit einer Frage einsteigen an dich, Barbara. Und zwar würde mich interessieren als Fotografin, Bilder im Social Web, wo siehst du die Chancen? Zum Beispiel, dass deine Bilder mehr Leute sehen. Andererseits aber vielleicht auch Risiken, zum Beispiel die Möglichkeit, dass Leute die Bilder klauen können. Mhm. Ja, also es ist sicher so eine Marketingstrategie, wo, finde ich, muss man heute als Fotograf einfach auch packen, das ganze Social Web. Man muss seine Bilder irgendwie zugänglich machen, ist meine persönliche Meinung. Aber das andere ist natürlich wirklich das Risiko. Und zwar, das Klauen ist das eine, das andere ist halt, dass es irgendwie so ein bisschen die Wertschätzung nachgelassen hat. Also das Internet ist so ein bisschen ein Selbstbedienungsladen geworden und das hat dann ein Bild einfach auch weniger Wertschätzung. Das ist so ein bisschen, ja, das. Welche Kanäle und Plattformen nutzt du selber? Und vielleicht auch, wenn du die Kanäle und Plattformen vergleichst, wo siehst du Vorteile, wo siehst du Nachteile so im Vergleich? Bei Facebook merke ich, dass die Streuung extrem gross ist. Das ist sehr interessant. Bei dem Blog brauche ich natürlich auch für meine eigenen Bilder noch zu posten und zu zeigen. Twitter brauche ich mehr so ein bisschen für das Making-of, so ein bisschen zum zeigen, was so läuft. Und da merke ich immer wieder, dass die Leute das sehr interessant finden. Aber wirklich zum zeigen, eine Arbeit zeigen, für das ist halt Twitter nicht die geeignete Plattform. Genau gleich wie Instagram, das ist eher mehr, das nutze ich persönlich jetzt mehr für privat. Halt, wenn ich Feierabend habe, dann tue ich noch schnell irgendetwas zeigen. Tust du, Barbara, ab und zu den Avatar Day organisieren? Der nächste findet am 16. November statt in Bern. Kannst du etwas dazu sagen, wie du ein gutes Avatar definierst oder auf was du schaust, wenn du diese Fotos machst? Ja, genau. Das war ja der Grund, warum ich den Avatar Day vor 4 oder 5 Jahren schon überhaupt ins Leben gegriffen habe. Dass viele Leute einfach Bilder als Avatar haben von Ferienfotos, irgendwie zugeschnitten, man erkennt sie nicht, unscharf, was auch immer. Und ich finde, es ist wichtig, dass auf so einem Avatar vor allem die Persönlichkeit von jemandem überkommt. Und das ist wie bei jedem guten Porträt, der kann das so unscharf sein, es muss nicht unbedingt farbig sein, es kann schwarz sein, man muss einfach so ein bisschen eben die Persönlichkeit können erkennen. Ich habe es angesprochen am Anfang, du, Naomi, hast über 5300 Follower auf Instagram. Wie ist es dazu gekommen? Als Social Media Beraterin habe ich natürlich die App relativ klein mal kennengelernt und habe eigentlich einfach mal mehr aus Interesse am Business das angefangen. Ich bin jetzt seit 3 Jahren dabei und habe aber selber meine Freude am Fotografieren wieder entdeckt. Und in dieser Zeit lernt man halt so die ganze Community kennen, wie die funktioniert, über die Hashtags, wird man wieder mal gefeatured, Daumen und so, kriegt man immer wieder mehr Follower. Und das habe ich jetzt so eigentlich gemacht und halt auch viel interagiert und auch Leute kennengelernt so und auch schon in Real Life getroffen. Das ist dann spannend. Jetzt haben wir vorher schon von der Barbara gehört, was sie für Kanalplattformen braucht, auch was sie für Erfahrungen macht, so im Vergleich, Vorteil, Nachteil. Welche Kanal und Plattformen brauchst du noch, außer Instagram?
Ich habe schon ein bisschen Verschiedenes ausprobiert, auch auf Facebook die Fotos zu tun, aber irgendwie ist in jeder Community oder jeder Plattform ein bisschen eine andere Community. Und darum auf die Fotos habe ich fast nur auf Instagram. Einen Fotoblog kann ich auch mal machen oder so, habe ich schon eine Zeit angeschaut, aber da hat mir jetzt die Zeit gefällt. Flickr brauche ich auch ab und zu, aber das ist auch nicht die Interaktion so wahnsinnig gross. Und, ich habe auch schon Alternativen zu Instagram wie IM oder so probiert, aber das braucht dann einfach viel zu viel Zeit, um die ganze Community aufrechtzuerhalten und im Moment eigentlich Fotos auf Instagram. Jetzt hast du es angesprochen, du befasst dich mit dem Thema natürlich auch aus Perspektive von Nemoc und deinen Kundinnen und Kunden. Kannst du ein bisschen dazu sagen, was du mit so Leuten für Diskussionen hast darüber, über den Einsatz von Bildern im Social Web? Was wollen eure Kundinnen und Kunden so wissen? Also das grösste Thema ist eigentlich Moderation. Also wenn wir jetzt über Instagram zum Beispiel Wettbewerb mit Hashtags lancieren würde, dann zieht man ja den Hashtag an und dann hat man eigentlich nicht so eine grosse Möglichkeit, die Inhalte zu moderieren. Das heisst, das kommt einfach das, was vertagt worden ist. Und das ist immer so ein bisschen Gefahr und auch, dass man dort zu wenig Kontrolle hat. Es würde mich noch interessieren, Entschuldigung. Ja, ist gut. Es würde mich interessieren von euch beiden, mit was für Kameras ihr eure Bilder macht. Du, Barbara, ist das manchmal das iPhone und was sind das sonst noch für Geräte? Das ist sehr oft das iPhone. Ich hatte so das Schlüsselerlebnis vor anderthalb Jahren in den Ferien, wo ich meine grosse Ausrüstung mitgenommen habe und habe fotografieren und ich habe dann gleich alles mit dem iPhone gemacht. Man macht wirklich super Bilder. Und dann natürlich meine Profi-Ausrüstung, aber das ist dann wieder ein anderes Segment. Und jetzt habe ich mir neuerdings noch so eine kleine Digi mit dem APS-C-Sensor gekauft, der Ricoh, und an der habe ich Höllenfreude. Ist wirklich cool. Was für? Bei mir ist es ein bisschen ähnlich. Ich brauche fast nur noch das iPhone. Ich habe zwar auch eine Profikamera daheim und ferienmäßig ist mir genau wie passiert. Eigentlich alles mitgenommen, die ganze Ausrüstung, weil ich es ausprobieren und am Schluss habe ich fast nur ein Handy dort. Es gibt halt auch tolle Apps, wo man die noch ein bisschen bearbeiten kann und am Schluss das Resultat. Klar, es ist etwas anderes als mit der grossen Kamera. Aber ich finde, es gibt beides etwas herausgegeben. Es ist ja wahrscheinlich einerseits die Kamera wichtig, aber nicht der einzige Erfolgsfaktor oder nicht das einzige, was man muss richtig machen muss. Was sind so sonstige Aspekte, die man beachten sollte aus deiner Sicht, Barbara? Ja, also ich finde, in erster Linie muss das Bild eine Stimmung vermitteln. Und ja, das geht um das Gleiche wie beim Porträt. Dann muss das nicht mit einer super Kamera fotografiert sein, dann muss das nicht unbedingt scharf sein. Aber wenn das Bild wirklich so die Stimmung beim Betrachter überbringt, dann hat es gewonnen. Wie siehst du, Naomi, vielleicht auch, wenn du jetzt deine Instagram-Fotos anschaust, was ist so der Erfolgsfaktor von denen? Wieso sind die so beliebt? Vom Konzept her ist es natürlich ein bisschen anders, als wenn wir jetzt machen, natürlich nicht Nachaufnahmen oder so extrem mit Tiefenschärfe arbeiten oder so. Es geht eigentlich wirklich um die Emotionen und oft positioniert man halt noch eine Person irgendwo ein Bild, das ein bisschen Spannung erzeugt, aber eigentlich meistens unerkennbar oder als Silhouette oder so. Das ist so ein bisschen was man jetzt mit dem Handy fotografieren oft macht. Nochmal zur Erinnerung, all die bei YouTube zuschauen, wir reden über Bilder im Social Web mit der Barbara Hess und der Naomi Mehran. Ihr könnt uns weiterhin Fragen schicken, Meinungen schicken über Facebook, Twitter und Google+. Ich möchte im nächsten Schritt uns auch wieder so ein bisschen in die Sicht von vielen Unternehmen, von vielen Leuten, die beruflich mit Bildern im Social Web zu tun haben, uns hineinversetzen und so die Frage aufgreifen. Vielfach fragen sich die Leute, was soll ich dann fotografieren? Was vielleicht eben aus dieser Perspektive ein bisschen schwieriger ist, als wenn man so Freizeitfotograf ist. Die Frage, was sollen die Unternehmen überhaupt für Bilder brauchen? Was denkst du zu dieser Frage, Naomi? Da gibt es so viele Aspekte. Ich glaube, es geht eigentlich um Storytelling. Vor allem im Social Web. Was hat man für eine Geschichte? Was hat man für einen Fokus? Man muss nicht immer Leute, klar, Leute funktionieren am besten, weil es einfach am einfachsten Emotionen und Gefühle überbringt. Aber ich denke, es kommt so aufs Business an. Das kann ein Produkt sein, das kann auch eine Kombination mit Produkt und Menschen sein, das kann ein Produkt an einem speziellen Ort sein, das können Detailaufnahmen von etwas sein, das man nicht gerade erkennt. Das, ja,
da gibt es relativ viel, was man, glaube ich, machen könnte. Wie gehst du mit so Fragen, Barbara? Ja, das ist schon so, ich gebe auch so Schulungen, wo ich dann aber Beispiele aufzeige. Und es gibt, unser Alltag bietet so viele spannende und inspirierende Szenen und da muss man einfach ein bisschen lernen, die zu sehen. Und es ist, wenn man mal so ein bisschen, wenn es mal ein bisschen Klick gemacht hat, dann geht es dann schnell. Jetzt haben wir vorhin schon angesprochen, so ein Erfolgsfaktor für ein Foto ist, dass es Emotionalität transportiert. Jetzt habe ich am Anfang auch angesprochen, Bilder vergleichbar mit Text, mit Video, mit Podcasts vielleicht sogar. Wenn man Content für Social Web produziert und publiziert, wo sehen wir so den Unterschied? Vielleicht du, Naomi, zuerst, wenn du jetzt ein Foto nimmst, in welchem Fall ist das Foto besser als ein Video zum Beispiel? Ob schon beides, in beiden Fällen geht es um Bilder, bewegt oder eben nicht bewegt? Das Foto selber ist natürlich am einfachsten ein Eyecatcher. Es zieht halt den Betrachter schnell an, es kann einen Moment einfangen, es ist einfach teilbar, jetzt gerade im Social Web, und braucht im Vergleich jetzt gerade zum Video halt weniger Zeit und weniger Spielzeit in Anspruch. Von dem her ist es natürlich schon. Ich denke jetzt, bei fast allem, was man publiziert im Social Web, gehört es eigentlich schon fast dazu, dass es ein Bild und zu empfangen hat. Wie siehst du das, Barbara, so der Vergleich zwischen verschiedenen Inhaltsformen, wo man da könnte darauf zurückgreifen, und wann ist das Bild quasi die beste Wahl? Ja, bei einem Bild ist es halt so, dass es wirklich in Sekunden schnell Eindruck vermittelt und der Text kann dann auch immer noch verstärken oder auch widerlegen. Aber das ist wirklich, wenn man schnell muss irgendetwas vermitteln, macht man es mit einem Bild. Jetzt haben wir so ein bisschen über die Unternehmensperspektive geredet. Ich möchte auch fragen, kennen Sie spontan gute Beispiele für Schweizer Unternehmen, die so im Bereich vom Einsatz von Bildern im Social Web gute Arbeit machen? Wir haben gerade heute in Somix Cloud darüber bloggt, Instagram und Schweizer Brands auf Instagram. Wir haben dort 14 Beispiele gefunden, wo es ein bisschen etwas machen. Recht viele Uhrenmarken. Kennen die sonstige Branche, Naomi, wo man kann sagen, doch, da gibt es so Brands, da gibt es so Unternehmen, die zwei, drei Sachen richtig machen, wenn es um Bilder geht? Ich habe auch noch mal ein bisschen geschaut, weil es nicht nur die grossen Brands, was man auf Instagram so findet, von Schweizer Unternehmen ist wirklich, gibt es nicht viel. Gerade so, weiss nicht, My Switzerland oder Fly Swiss von der Swiss, die haben Accounts und die haben auch eigentlich noch Konzepte dahinter. Swisscom macht das ja auch, aber die haben dann einfach mehr situativ, wenn irgendetwas ist, wie jetzt gerade mit James Blunt, dann tun sie ganz viel posten und dann wieder gar nicht mehr. Aber es gibt wenig Brands, die wirklich ein Konzept haben und die das auch nutzen und die probieren auch dort eine Community aufzubauen. Das SRF 3 hat jetzt auch angefangen. Da haben auch schon einige Follower oder ich glaube, Annabelle hat auch schon Wettbewerb gemacht mit Fotos. Aber irgendwie ist es noch nicht ganz so angekommen, dass man auch die Hashtags nutzt, dass man das auch ein bisschen mehr als Marketinginstrument einsetzt und braucht. Hast du, Barbara, so ein Beispiel, wenn du in der Schweizer Unternehmenswelt raus schaust, wer kommt da in den Sinn, wenn es darum geht, gute Beispiele im Bereich Bild zu nennen? Ja, es ist wirklich noch schwierig. Ich finde es dann interessant, wenn Unternehmen auch so ein um eine Ecke denken und so ein andere Ideen einfließen. Eben, du hast Naomi vorhin schon gesagt, Fly Swiss, das ist natürlich cool. Mhm. Die geben jeden Monat einem anderen Mitarbeiter den Zugang zum Instagram. Und so Zeug ist natürlich sehr spannend, weil man auch andere Ansichten hat. Und jetzt haben wir ein paar Fragen zugeschickt bekommen. Ich möchte die als nächstes aufgreifen. Eine Frage vom Sam Steiner und auch der Marco Nierlich haben da mitdiskutiert. Sie haben sich gefragt, wie sieht es aus mit dem Recht am Bild nach Events? Also zum Beispiel, ich frage vielleicht dich, Barbara, wenn du an Events fotografierst. Ich bin auch schon an so Events dabei gewesen. Wie handhabst du das oder wie handhaben das deine Kunden, wenn es darum geht, dass man am nächsten Morgen die Fotos postet auf Facebook zum Beispiel? Und man die Leute vielleicht nicht gefragt hat, die auf den Fotos drauf sind? Jetzt kommt es darauf an, was für ein Event ist. Wenn das ein öffentlicher Event ist, dann ist das auch mit den Fotos so, dass das dass ein öffentlicher Anlass ist und die Fotos dürfen auch gepostet werden. Wenn es irgendwie so ein privates Event ist, dann
tut man meistens dafür sorgen, dass irgendwie ein Speaker oder so schnell die Leute informiert, hört, ihr werdet fotografiert, wenn ihr das nicht wollt, sagt das dem Fotograf, dass man da wirklich das vorweg ein bisschen absichert. Hast du noch etwas zu dieser Frage, Naomi, oder handhabst du das ähnlich oder siehst du das ähnlich? Also das ist natürlich klar, vielleicht nicht, wenn es. Ich jetzt persönlich mache es halt auch so aus Persönlichkeit, dass ich nicht fremde Leute fotele, die man das Gesicht erkennt und die noch hat. Das mache ich jetzt auch sonst nicht. Eine zweite Frage, ebenfalls von Sam Steiner, geht so ein bisschen Richtung Bilder, jetzt nicht Bilder, Fotokamera-Bilder, sondern Infografiken, wo man auch sagen unter Umständen auch ein Mittel, das man einsetzen kann, das man dann mit der Kamera macht. Haben Sie Erfahrungen in dem Bereich, Naomi zum Beispiel? Und vielleicht auch, was kannst du empfehlen, so auch wieder mit Blick auf Erfolgsfaktoren von Infografiken oder Instrumente zum Infografiken herstellen? Infografiken sind auf Social Media sowieso ein sehr beliebtes Instrument, weil sie halt viel Content in Bildspruch umsetzen und dann eigentlich auch einfach verständlich machen. Und die werden sehr gerne auch geteilt. Und das Konzept gibt es ja dort eigentlich nicht. Es gibt viele, es auch darum, dass es schön dargestellt ist, dass es auch fürs Auge etwas hergibt und dass man das nachher auch so gut einsetzen kann. Hast du irgendwie Erfahrungen mit Infografiken, Barbara, wo du vielleicht da noch könntest, Tipps geben? Infografiken leider überhaupt nicht. Dann noch eine weitere Frage, die wir bekommen haben, ist von der Sandra. Und sie will wissen, so Bildbearbeitung, also wenn man jetzt quasi Fotos gemacht hat, die aber nicht ganz so gut sind, oder vielleicht Fotos, die man noch mehr rausholen kann. Was empfiehlst du da, Barbara, Bildbearbeitung? Wie viel ist notwendig? Wann soll man bearbeiten, wann nicht? Vielleicht auch, welche Instrumente kann man brauchen? Mhm. Ja, ich finde, für so gibt's auch Sachen ist Photoshop Elements 11 ein super Instrument, weil man hat da verschiedene Ebenen. Das heisst, man kann wirklich sagen, es macht einfach mal so eine Grundbearbeitung über Bilder und dann kann man die, verbessert die schon extrem gut. Und man kann immer noch, wenn man das Bild jetzt ein bisschen, wenn man sich ein bisschen intensiver mit dem beschäftigen will, kann man das auch machen. Und von dem her ist das Element wirklich sehr gut aufgebaut. Was hast du für Erfahrungen in diesem Bereich, Naomi? Also ich kann natürlich nur mit Apps bearbeiten und klar auf dem Computer ist natürlich jedes Programm etwas Elements oder sonst hast du natürlich auch von Aperture oder den anderen, wo man dann wirklich sehr tief, also da muss man dann auch ein großes Know-how haben, um die anzuwenden. Aber wenn man jetzt einfach ein bisschen einen Touch geben, dass es jetzt bearbeitet ist, dann gibt es eigentlich auch sehr gute Apps, die man das machen kann, zum Beispiel Snapseed oder so. Das geht ja relativ mit einfachen Griffen, kann man relativ viel rausholen. Gut, dann würde mich zum Schluss noch interessieren, wenn Leute wenn so ein bisschen dranbleiben, der Bereich, Themenbereich, Bilder im Social Web, gibt es Tipps, die ich geben kann für Leute auf Twitter, die man folgen kann, Konferenzen, die man besuchen kann, Blogs, die man lesen kann. Was sind so deine Inspirations- und Informationsquellen, Barbara? Ja, also jetzt gibt was das Fotografische anbelangt, haben wir natürlich viele Informationen aus dem Fotografenverband und der hat sich in letzter Zeit auch geöffnet und lässt da Interessierte ein. Es ist allerdings so, dass Social Web in der Fotografenszene noch so ein bisschen sehr zurückhaltend ist. Aber reden, was das Bild angeht, unbedingt Fotografenverband. Hast du noch Tipps, Naomi, wo man sich kann informieren, inspirieren? Also ich habe natürlich viele Blogs, die ich gerne lese, wo einfach so die ganze Mobile Photography auch wieder mit Tutorials anreichen. Da gibt es zum Beispiel ink361.com und es gibt dort We Are Yachts. Es gibt ganz viele so Blogs, wo man eben so Tutorials kann schauen kann, was man alles für Apps nutzt und wie man die einsetzt und was man auch so in die Komposition und auf was man muss schauen kann und so. Das ist eigentlich ganz spannend. Eben mit dem Mobile alles kann machen. Gut, vielen Dank für eure Meinungen, Einschätzungen. Ich glaube, zwei Punkte, die wir mitnehmen können. Erstens, wir sind glaube ich beide der Meinung, dass das iPhone ein ziemlich gutes Gerät ist und schon ziemlich viel kann. und sicher keine Ausrede sein, dass man keine gute Fotos macht oder Bilder macht. Und zweitens, was man auch mitnehmen kann, ist, dass halt das Bild jetzt auch verglichen mit Text, Video und anderen
Inhaltsformen so ein bisschen schneller ist und vielleicht unter Umständen auch emotional soll sein, dass es funktioniert. Vielen Dank euch zwei fürs Dabeisein. Vielen Dank an allen, die bei YouTube zugeschaut haben. Das Video gibt es wie immer auf YouTube, in unserem YouTube-Channel, im Blog, auf Facebook, Twitter, Google+. Somex on Air gibt es nächstes Mal im Oktober. Wann und zu welchem Thema findet ihr wie immer auf unserer Google+-Page. Das wäre es für heute. Noch einen schönen Abend und bis bald. Ciao zusammen. Tschüss, danke vielmals.